guilt. Guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. Mm-hmm. It began showing me things. Things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Okay. Der hat die also gerettet. Das war dieser Hausbewacher, Beschützer-Typ. Und der sollte das ja dann eigentlich wissen, dass der noch lebt. Come on. It's over now. Okay. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen nochmal zu einer neuen Folge Call of Cthulhu. Es scheint mal zur Abwechslung wieder die Sonne. In der letzten Folge haben wir Sarah Hawkins lebendig gefunden und haben sie zurück hier in die Hawkins Villa gebracht. Und wer steht denn jetzt da unten? Ich würde mich natürlich mal ganz kurz gerne wieder umsehen, wenn wir das schon machen können, falls wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Was Sarah Hawkins telling the truth? Okay. Ja, das hatten wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Gut. Dann schauen wir hier nochmal, was wir rekonstruieren. What kind of ritual was she preparing? Das ist eine gute Frage. Was the painting of the Shambler displayed here? Ach nee. Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. Oh Gott. What? How did she survive her encounter with the Shambler? Das ist eine gute Frage. Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Hallo, grüß dich. War doch gerade noch da, hier. Did Charles Hawkins break the lock to enter? Okay. Dass vielleicht mit dem dann auch irgendwas passiert.
bisschen nablig. Das hatten wir ja eigentlich schon alles durchsucht, aber da war ja gerade, ups, noch was Neues entdeckt haben. Ihr Koffer ist zumindest wieder da. Jetzt können wir nochmal auf den Dachboden. Den haben wir uns ja eigentlich auch noch nicht so richtig angeguckt, da wir hier das letzte Mal überrascht wurden. Und das Bild von uns ist aber auch nicht mehr da. Ja, es wird uns auch nicht angezeigt, dass wir hier noch irgendwas finden können. Deswegen gut. Lassen wir das vielleicht mal. Ist hier beim Bub noch irgendwas im Zimmer? Nee, haben wir auch alles gefunden. Ah nee, es war bloß die Tür. Ups. Ausgehen, danke. Jo, das ist ganz schön runtergekommen hier. Mich würde mal interessieren, was dieser, wie hieß er denn? Stand psychotisch, okay. Alles klar, das sieht nochmal ganz so dolle aus. Genau. Mary Colden ist jetzt tot, leider. Dafür ist Sarah Hawkins wieder am Leben. Dieser, wie hieß er denn der hier? Der Verwalter vom Anwesen. Silas Winchester. Wir haben ja in dem Einspieler gesehen, dass der die Sarah gerettet hat. Warum? Also weiß er ja, dass sie lebt. Warum hat er uns das nicht erzählt? Oder warum? Will der das so, dass alle glauben, dass sie tot ist? Können wir hier unten noch irgendwas finden? Das ist ja auch gruselig, wenn die. Ach nee, stimmt, das ist ja eingestürzt. Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. Okay. But at least I didn't dream it. Okay. Ist eigentlich auch gruselig, dann wieder hierher zu kommen, obwohl man weiß, dass hier da unter seinem Haus da haufenweise so komische Rituale abgehalten werden. Und Leute wohnen, die einen ja, irgendwie halt gefangen nehmen wollen, um irgendeinen Gott zu beschwören. Einen bösen Gott, keinen guten. Gruselig. Ach, das ist der Mr. Buchhandlungsmann. Pierce, we were waiting for you. Good. Jo, ich hab geschlafen. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Mhm. Hauptziel, Sarah befragen. Ich kann auch gar keinen Alkohol trinken. Ach doch, hier. Ja, einen gönnen wir uns schon mal. Komm. Das wird dein Schicksal verändern. So, so ein schöner Tag. Das braucht natürlich auch einen Schlucken Alkohol. Wir haben irgendeine Tätowierung am Arm. Haben wir die schon immer? Ist mir die gerade erst aufgefallen? Hm. Mysteriös. Dann reden wir mal mit der Sarah. Morgen. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce, but I can't come back to Boston with you. Sie fühlen sich schuldig, Charles Hawkins ist tot, es gibt einen Kult auf Darkwater, es ist der Schlurfer. Sie und Drake haben etwas vor. Ja, dann machen wir das. You've been friends for a long time, hiding each other's secrets. I trust him. What are you planning to do? I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do.
You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Was ist das denn? Ich würde es ja zu gern mal drücken. Es muss einen Weg geben, die Kreaturen zu bekämpfen. Also werden wir alle sterben. Ja, theoretisch, ich glaube halt nicht, dass das so Distanz, wenn sie von der Insel weg ist, dass das dann alles aufhört. Also es wird sie ja auch in Boston verfolgen, oder nicht? Ich drücke jetzt einfach mal das hier. Even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Okay. Das haben wir jetzt dann so beschlossen. Wahrscheinlich ist es einfach irgendein Fehler. Das sollte normalerweise doch etwas stehen. So, mit Algernon sprechen. Pierce. Wir haben 4. Da könnten wir die Redegewandtheit auf 4 bringen. Dann machen wir mal genau die Redegewandtheit vielleicht voll und dann als nächstes noch die was heißt voll, also auf 4 und als nächstes dann mal noch die Ermittlung. Sind wir jetzt hier schon Experte, da sind wir Meister. Ups. Nee, was? Bestätigen. Sorry. Ja, dann können wir herausgehen. Und dann sprechen wir mal mit dem Algernon und schauen mal, was der so vorhat, was sein Plan ist. Wie wir das Böse besiegen können und alle heil hier rauskommen. Kann ich hier ein... ich noch irgendwas? Nee. Da hier unüberwindbares Hindernis, so ein Hindernis. So ein Schrank, der umgefallen ist. Hier ist aber auch immer dunkel, dass man da jedes Mal sein Kack-Licht rausholen muss. So, hier hatten wir ja schon geguckt. Dann, Algernon, was geht ab? Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Er hat doch, genau, fragen Sie mich ruhig, wenn Sie etwas nicht verstehen. Er hat den Dolch an Sanders verkauft. Er muss einen Plan haben, um ihn loszuwerden. Ein Dimensionsschlurfer. Was? Ja, er hat einen Dolch an Sanders verkauft. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. So.
A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen to have a solution. I think that I must approach the creature. To be able to do so, I need the key to Hriye. Another one of your baubles. Bauble, unbeliever. A very powerful protection. Able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Was? So, was sollen wir jetzt also genau machen? Muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen durchlesen. Was weiß sie wirklich? Was haben sie mit ihr gemacht? Ihr Mann sagte, sie sei gefährlich. Sarah Hawkins, sie sieht verrückt aus, so wie ich. Sarah Hawkins hat das Necronomicon gelesen, verfolgte das Buch sie. Sie muss drin nach einem Weg gesucht haben, den Schlürfer loszuwerden. Jedes Mal, wenn diese Frau mit dem Okkulten in Berührung kommt, gibt es eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich eine Macht innewohnt, aber ich muss sie vor all dem Wahnsinn beschützen. Ja, vielleicht ist sie einfach auch wahnsinnig tollpatschig. Sie will Darkwater nicht verlassen, nicht bevor ich den Schlürfer getötet habe. Das ist der Wahnsinn-Trick, weiß vielleicht mehr. Er sprach davon, sie zu beschützen. Er wartet im Büro auf mich, genau. Trick glaubt, dass Charles Hawkins ein Amulett in der Villa versteckt hat, das Sarah Hawkins beschützen kann. Das Symbol, das darauf eingraviert ist, soll Einfluss auf die Mächte ausüben, die sie bedrohen. Wenn das wahr ist, muss ich es holen. Diese Zeichnung führt zum Amulett. Wo habe ich diese Büste gesehen? Das ist eine gute Frage. Da kann ich mich gerade auch nicht mehr so dran entsinnen. Aber es ist ja schon mal gut, dass die zumindest hier irgendwo in dem Haus sein soll. Jetzt mal so ein kleines Versteckspiel. Das ist ja eine Büste. Wo standen denn Büsten rum? Ha. Nö, die scheinen nicht richtig zu sein. Das ist da nicht? Nee. Nee, das ist es nicht. How are you, Bradley? Ach, wer ist denn hier? Ach, Bradley, altes Haus. I'm just grüß worried about dich. Marie. I mean Dr. Colden. Have you had any news? Oh, okay, du weißt es quasi noch gar nicht. Okay, das ist natürlich jetzt nochmal eine doofe Situation. Sagen wir ihm die Wahrheit oder... Scheiße, ich würde sagen, wir sagen ihm die Wahrheit. I'm so sorry, Bradley. I could do irgendwann nothing erfährt to das ja sowieso und dann sind wir der Arsch, weil wir ihn angelogen haben. What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Mary
Colton hätte das nicht gewollt. Fuller wird dafür bezahlen. Die Art ihrer Beziehung, ihre Trauer trübt ihr Urteilsvermögen. Das haben wir nicht Colton zu entscheiden. Yeah, you can say that. Ein bisschen mit ihm, ne? We've known each other for some time now, and well, let's say that I was sweet on her the first day that I saw her. Did she share these feelings? I think so, but I'm not sure. We weren't very good at expressing that sort of thing, but we enjoyed spending time together. In any case, I won't let her death go unpunished. Also waren sie doch irgendwie zusammen, was ich ja gesagt habe. Was sagen wir denn jetzt? Theoretisch würde ich schon gern sagen, dass Fuller dafür bezahlen wird. Es stimmt allerdings auch, dass wir das nicht zu entscheiden haben und unsere Trauer trübt ihr Urteilsvermögen. Ich sage jetzt einfach mal, ihre Trauer trübt ihr Urteilsvermögen. He killed a Pierce. I can't do nothing. Faced with this situation. Fuller's crimes won't go unpunished. I give you my word. But for now, you must keep a cool head. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Okay, das war scheinbar eine ganz gute Antwort. Dann machen wir uns mal noch weiter auf die Suche nach der... Auf der Suche nach der Büste, so. Hier hätten wir noch eine. Oh, das ist auch nicht. Ha. Okay, okay, okay. Die stehen hier aber auch schon ganz schön verteilt. Das muss man schon mal zugeben. Aber ich finde es prinzipiell erstmal ganz cool, dass es dem Bradley noch gut geht. Weil den finde ich echt ganz in Ordnung. Das ist ein netter Typ und der hat uns auch viel geholfen. Ah, okay. Ach doch, ja, das ist es. Ha! Danke dafür. Die Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich das schon einmal gesehen? Das weiß ich jetzt, wo wir das schon einmal gesehen haben. Ist jetzt doch hier irgendwie so ein bisschen eine Schnitzeljagd. Ja gut, warum nicht? So, das hätten wir hier. This is the amulet that Drake was. Stand ich schon die ganze Zeit dort? So, Schlüssel von Relais. Dieses Amulett mit dem Symbol der Alten versehen. Dieses Amulett ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nennt es den Schlüssel von Relais. Er glaubt fest daran, dass dieses Artefakt große Macht besitzt. Hatten wir sowas nicht schon mal gefunden? Okay. Aha, aha, aha. Neues Ziel, Tagebuch konsultieren. Okay, was haben wir denn hier? Der Preis der Wahrheit. Während Pierce Verstand schwächer und schwächer wird, öffnet ihm seine erhöhte Sensibilität für das Okkulte neue Wege. In manchen Fällen kann er versteckte Wahrheiten aufdecken, wenn er mit den Bewohnern der Insel spricht. Wie bei allem, was mit dem Mythos zusammenhängt, haben die Fähigkeiten ihren Preis. Okay, okay, okay. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. So, Charles Hawkins tot. Riverside Institute, Okkult. Aufstieg. Wenn sie das Fleisch der Sterne verzehrt und die Verwandlung überlebt haben,
so werden sie ihrem neuen Meister näher als je zuvor in seinen Totenschlaf eintreten und nur bei seinem Ruf erwachen. Sie werden die Erweckten genannt. Aha. Cthulhu. Ja, okay, alles klar. Symbol der Alten. Hatten wir jetzt alles so. Hohe Priester. Aha. Dann würde ich sagen, bringen wir mal dem Drake noch schnell das Amulett. So. Jetzt ganz schöne Klapperschuhe an. Hat man die vorher auch schon? Nee, da kann man nichts machen. Hallo Drake, guck mal, was wir haben. Hello again. I think I found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. Ja, das Amulett. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Mhm. Spiel gespeichert. Einen neuen Punkt. Was haben wir denn jetzt vor? Nix. Also wir sollen jetzt Mrs. Hawkins reden. Ja genau, ich würde sagen, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Warum steht ihr jetzt hier? Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Über eine Bewertung, Kommentar, Abo und sowas würde ich mich freuen, wisst ihr ja Bescheid. Wisst ihr, wie das funktioniert. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.